unsere Handelsroute für Bier. Dann mehr Geld. Dann können wir die Bierproduktion hier eigentlich wieder einreißen, ja? Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von alten Kaufleuten errichtet. So, und da uns wieder der Weizen ausgeht. Zehn hiervon. Und fünf hiervon. So viele Ringe wie möglich versetzen. Und ich habe vergessen, die Bergwerke wieder richtig einzustellen, ne? Die Kohle hier läuft. Eisenproduktion läuft auch gut. Oh, Gott sei Dank, die Fleischproduktion läuft jetzt auch endlich wieder an. Das hier wäre nicht schlecht. Aber jetzt erstmal die Verzierung. Das hier, das müsste mich 4,2 dann kosten. Bisschen Bier haben wir ja noch. Normale Verpflegung. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Die Mühle braucht normale Verpflegung, alles andere braucht bessere Verpflegung und du brauchst noch normale Verpflegung, okay. Gut, ich bin einigermaßen gesichert. Klamottenmäßig sieht es noch ziemlich ebbig aus. Da könnten wir allerdings auch, glaube ich, ja, ein bisschen nachlegen. Und ja, hätten wir von Anfang an ein bisschen so gehandelt, hätten wir vielleicht leichter hier die große Bastion einnehmen können. Also die hier oben, die werden jetzt erstmal total ignoriert. Wichtig ist, dass wir Baldurus bis auf seine Homebase zurücktreiben. Also am besten hier rum. Ja, noch zwei für den Bergbau natürlich. Ja, so kommen wir ziemlich effektiver an Bier ran. Weil hier kriege ich 6 durch 4. Hier kriege ich 4 Bier durch 2. Also durch 4 kriege ich 8 Bier, nicht nur 6 Bier.
Geht es noch eine Möglichkeit, Werkzeuge zu verkaufen, außer die da hinten? Ich habe hier ja doch irgendein Gebäude eingenommen gehabt. Nein, die sind, das ist da unten. Die Kanonengießerei, die war hier unten. Oh ja, Weizen kommt jetzt genug. Hoffentlich auch die Mühle etwas mehr zu versorgen. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So, einen noch für die stärkeren Mauern. Gibt's auch eine Handelsroute für Bücher? Würde es geben, ja. Na gut, Ringe produziere ich in großem Stil. Sollte ich auch immer wieder verkaufen. Dich mal ausbauen. Wieder 5 hiervon. Dann machen wir noch 5 hiervon. Ja, wir erholen uns ganz langsam. So, wir können jetzt ihn hier auch mal wieder mit Musketieren und Pikinieren ausstatten. Ja, eine Idee wäre noch, irgendwo hier in der Pampa eine Pferdezüchter zu bauen. Eine Pferdezucht braucht 2 Wasser, 3 Getreide. Eine Schweinezucht braucht 2 Wasser, 2 Getreide. Also ja, einen Pferdezüchter, der nach Bedarf macht und Wurst kriegt. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Sehr schön. Kümmern wir uns als nächstes mal um die Spionage. Handelsrouten, mal gucken. Ich könnte Brot verkaufen. Aber ich sollte natürlich auch die Handelsroute da oben, die 3 Hausierer, also 7 neue Hausierer, auch einstellen. Mal ein paar Klamotten verkaufen. Für noch mehr Geld.
Das sollten wir natürlich auch erforschen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sechs, zehn, zwölf. Ja, da kommt das Bier auch schon, was ich wieder brauche. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Ja, Geldmangel ist halt so die Sache. Also ja, der Pakt mit dem Teufel. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Wäre nicht schlecht. Gut, Geld geht langsam wieder in Umlauf. Das ist auch gut. Wie gesagt, wir müssen Kondradin hier zurückdrängen. Oh, ach ja, unsere... bessere Verpflegung nach Bedarf, bitte. Unsere bessere Verpflegung kommt ja langsam jetzt wieder. Wir brauchen allerdings auch wieder Weizen. Bier haben wir jetzt erstmal genug. Brauchen wir keins mehr kaufen. Aber Weizen. Drehen wir mal auf 10 hoch. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Drehen die jeweils hoch. Ja gut, ich kann jetzt in der Logistik hier gerade nicht mehr viel mehr aufnehmen. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Okay. Das heißt, ich brauche erstmal noch 8. Dann brauche ich nochmal 4 und 2 hiervon. Wenigstens scheinen meine Schafzuchten genug herzustellen. Ja, und Fisch wird halt auch irgendwann noch Mangelware werden.